Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück hier bei Subnautica auf Land. Wo Landtiere uns angreifen. Direkt, sofort. Warum verschwindet das immer wieder? Also, die landet wohl hier drauf. Hier. Bei diesem Ding. In 17 Minuten. Bist du? Ein Himmelsrochen. Naja, klar. Aber ein Wasserrochen ist ja ein Wasser. Hey, nein, lass mich. Oh nein, wo bin ich denn jetzt gelandet? Nee, die Dinger können auch unter Wasser. Okay, komme ich hier wieder raus? Schlecht. Nein, da geht's noch weiter runter. Ich will eigentlich lieber wieder nach oben. Das wäre mir irgendwie lieber. Ja, das sieht gut aus. Okay. So, und wo bin ich reingekommen? Da hinten. Oh. Gold. Oder so. Ich nehme die schon mit, oder? Nährstoffblock. Oha. Boah, der hat ja voll reingehauen. Gut, da hätte ich, ja, da hätte ich eigentlich warten sollen. Mist. Oh, war das ein Diamant? Also wissen wir hier, die Sunbeam landet dann hier auf der Insel. In 14 Minuten. Wir können nur leider nichts mehr mitnehmen. Ich lasse mal das Titan da. Und die Salzablagerungen. Wir haben zwei Diamanten, wir haben Lithium. Oh. Kann ich die Batterien? Die leere kann ich auch fallen lassen. Aber die kann man bestimmt irgendwie laden. Ich bin mir sicher, dass man die laden kann. Aber bis dahin...
Lassen wir sie einfach mal fallen. Oh. Eine große Höhle. Was ist das für Zeug? Wickelpapyrus. Gut, dass der weiß, wie das Zeug alles heißt. Okay, ich gehe mal lieber wieder raus. Brauch auch Sauerstoff ab und zu. Ich bin ja auch schon wieder relativ tief. Da fliegen immer noch meine Sachen runter. Oh, ich sollte was trinken. Oh, und wir haben nichts zum Trinken dabei. Und wir sind sehr weit weg von zu Hause. Okay, wir kommen nochmal wieder. So lange brauchen wir ja nicht. Mit dem Ding sind wir ja relativ schnell hier. Ich mach mal das Licht wieder aus. Ein bisschen Strom sparen. Vielleicht hilft's ja. Also da wir ziemlich genau hier gebaut haben, brauchen wir schon mal so keine Boje eigentlich, um unser Zuhause wieder zu finden. Natürlich wären Bojen nicht schlecht, um solche Sachen hier wieder zu finden. Aber dann muss ich die ja immer mithaben, aber das wäre vielleicht auch gar nicht so eine doofe Idee. Aber Inventar ist dann halt so... Ja, ja, ich weiß. Aber Inventar ist dann halt so überfüllt, wenn wir das mitnehmen und Bojen mitnehmen und Firlefanz und hin und her und Pipapo. Das ist schon... Das ist dann schon relativ viel. Welcome aboard, Captain. Da ist nichts drauf. Gut. Gegessen haben wir ja erst. diesen heftigen Riegel. Dann mache ich kurz. Warte. Wir haben Diamant, aber wir haben immer noch kein. Wir haben immer noch kein Lithium. Immer noch kein. Quarz. Ich brauche so einen großen Dinger. Okay, ich packe erstmal. Ach Mist, da ist ja alles voll, um Himmels Willen. Wer hat denn das ganze Zeug hier reingeknallt? Ist ja furchtbar. Kupfererz, Na gut, dann. Obwohl, mit dem Lithium. Lithium und Titan. Oder was brauchten wir da? Für die Hüllenverstärkung. Lithium und Titan, sehr gut. Da haben wir ein bisschen. Da, nee, da war es nicht. Da hatten wir kein Lithium mehr, ne? Ich sollte das Titan hier rausnehmen und die Diamanten
hier dazu tun. Wo ich denn hier hin? Hey, wo habe ich denn hingetan? Ach, hier beim Kupfererz. Was doof war, ja. Ich komme durcheinander hier. Ja. Das ist Blei. Das ist Titan. Gut. Hier eine Verstärkung. Höhle bei 14. Höhle bei 21. Alles Titan verbraucht. Sehr gut. Alles Lithium verbraucht. Das wir bestimmt hätten auch noch für was anderes gebrauchen können. So, ich mach mal noch Titan. Und ich mache diese komische Fahrzeugstation jetzt. Titanbaren, Schmierstoff und Energiezelle. Schmierstoff, Titanbaren. Und Energiezelle. Aha. Gut. Naja, wenn es Spaß macht. Ankunft der Sunbeam in 8 Minuten. Ich mache wieder Titanbarren. Einfach nur, weil wir zu viel Titan haben. Okay. So. Hier. Gut, Titan machen, das ist die Batterie, die wir sowieso... Zwei Medikits, einen brauchen wir nur. Zack, kommt einer hier rein. Und dann, ich nehme nochmal Batterien mit. Oh, ich sollte auch mal wieder Batterien machen. Was brauchte ich dazu? Eisenerz. Dieses normale Erz, ne? Kupfererz meine ich ja. Aber 4 Stück. Wie viel Kupfererz brauche ich? 1. Also wir können nochmal 4 Batterien machen, wenn ich nochmal Säurepilze kurz abzupf. Fahrzeugstation aussetzen. Boah. Lass mich in Ruhe. So, kann ich noch mal ein paar haben? Hier gibt's noch. So, in 7 Minuten kommt sie. Müssen wir uns beeilen. May it be recorded, Mistress Call. This is Officer Keen in Lightpod 19. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted.
Transmission origin coordinates downloaded. Okay. Signal location uploaded. Moment, warte. Muss Batterien machen. Okay, die versuchen alle hier wegzukommen, krampfhaft irgendwie, ne? Habe ich so das Gefühl. Wie viel brauchen wir denn? 1, 2, ich nehme mal 4 Stück mit. Und das Zeug können wir alles wieder wegtun. Den nehmen wir mit, das nehmen wir auch mit. Das andere Zeug brauchen wir auch alles. Ist der fertig? Nee. Okay, 5 Minuten müssen wir bei der Landestelle sein. Die da wo war? Rettungskapsel. Rettungskapsel. Landeplatz. Landeplatz der Sunbeam in 5 Minuten. Schaffen wir in dieser Folge? Ja gut, eigentlich wäre die Folge nur noch 3 Minuten 30 Sekunden lang. Aber ja. Ich bin mal nicht so. Die nimmt uns ja hier raus. Die Sunbeam, die kommt und holt uns ab und dann ist Spiel vorbei. Wir kommen wieder nach Hause. Die kommt, holt uns ab und wir können wieder gehen und alles ist toll. Wir haben ja noch nicht so viel aufgebaut da unten. Und so langsam kriege ich wunde Eier von dem Tauchanzug, also von dem her. Ich sehne mich nach meinem Sofa, nach meinem Fernseher, nach meinem Computer. Und deswegen werden wir in die Sunbeam einsteigen, unser Tauchanzug ausziehen. Endlich keine entzündeten Eier mehr haben. 4 Minuten haben wir noch, da können wir mal noch runter. Und dann ab nach Hause. Oh, das war ein Diamant. Sehr geil. Also hier ist echt cool. Hier hätte ich tatsächlich so eine Boje gebrauchen können. Hier gibt es gute Sachen. In wenig Tiefe. Ach ja. Ja, noch 30 Meter. Aber Sunbeam ist noch nicht da. Ist sie schon zu sehen? Nee. Die ist schon hier, ne? Ja, 75 Meter. Die werden sich auch denken, hä, was hast du denn da? Die ganze Tasche voll mit irgendwelchen Steinen und Erzen und so. Was machst du? Was hast du denn gemacht, um Himmels Willen? Und dann muss ich denen erklären, ja, ich musste voll die Sachen sammeln. Ich habe da sogar eine kleine Station schon aufgebaut. Was zur Hölle bist du denn? Nein. Gott, was war das denn? War das ein Alien? Also,
das war irgendwas Alienmäßiges. Oh mein Gott. Und wie ekelhaft das aussah mit seinem Kopf da. Okay, crazy. Eine Minute haben wir noch. Eine Minute 44. Das war ja echt gruselig. Was ist das? Huch. Uranium eingesammelt. Ist nicht so gut, oder? Was ist das denn da? Au. Hat uns das von da hinten beschossen? Okay, die Sunbeam ist in einer Minute da. Was ist das? Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. We broke an atmosphere and we're descending towards the landing site. Is that a building down there? What do you mean you can't identify it? Das dreht sich. Bleib mal. No turning back now. Positions, everyone. Touching down in 10, 9, 8. It's coming from the building? Change course. Set thrusters to full. Was? Zur. Ach du heilige Scheiße. Okay, wie haben wir es hier reingeschafft? Oh mein Gott. Okay. Gut. Ja. Naja. Ja, gut. Sunbeam. Okay. Jetzt fährt's wieder ein. Tönt wieder dieses Signal. Entwarnung oder wie? Okay. Oh, ich glaube, da hat keiner überlebt, würde ich mal so sagen. Okay, gut, dann gehen wir wohl doch nicht nach Hause. Huch, naja. Uiuiui. Ja, da kann ich auch noch ein bisschen Steine sammeln. Naja, gut, dann. Ach, ja, auch zu schön, um wahr zu sein, ne? Ah, es war mir sowas von klar, dass da irgendwas passiert. Aber ich dachte, dass die vielleicht beim Erdeintritt oder so, beim Atmosphäreneintritt oder so, irgendwie ein Problem kriegen. Hätte ich nie gedacht, dass die von der Insel beschossen werden.
können. Ist das schon wieder so ein Viech? Hey, hör auf zu schießen. Was sind das hier für komische Wächter? Ich glaube, die können sich irgendwie teleportieren, die Dinger. Oha. Gold. Kann ich aber nicht scannen, oder? Nee. Das werde ich wohl noch erfahren, was ich da dann für eine Ausrüstung brauche. 30 Seconds. Ja. 30 Seconds to Mars. Ich gehe wieder hoch. Hui. Nix mit. Ich werde abgeholt. Da ist nichts mit. Ich werde abgeholt. Und das war gar nicht mal so weit weg. Ich hätte gern noch ein paar Steine gefunden. Oder zumindest mal die Dinger. Die Kristalldinger. Wie heißen sie? Löwenquarz. Ja, ich brauche keinen Metallschrott. Ich brauche Quarz. Und wir brauchen eine Folgenpause. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt mal eine Folgenpause. Sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder ist. Time to play hier. Bei Subnautica. Und bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.